الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine Geschwister, entschuldigt bitte, dass es lang gedauert hat, aber die Kameramänner filmen heute beide. Deswegen dauert es auch immer etwas länger, wenn man das selbst machen muss. Und wir werden jetzt auch immer müssen, wir gucken, wie wir das jetzt in den nächsten Wochen machen mit dem Gebet, weil es wird immer später jetzt. Deswegen müssen wir so langsam schauen, wie wir das dann machen. Aber jetzt momentan, die nächsten Wochen, wird es noch nach dem Isha-Gebet sein. Das heißt, ich stelle mich darauf ein, dass wir immer erst gegen halb anfangen werden. Oder vielleicht sogar ein bisschen später, weil jede Woche sich das verschiebt und so weit. Ich denke mal so in 3-4 Wochen überlegen, ob wir dann nach Maghrib anfangen, inshallah, wenn es nicht zu spät wird. Wir wollen heute inshallah ta'ala, meine lieben Geschwister, über eine weitere Sura sprechen. Und zwar mit der Sura Nummer 70, eine weitere Sura aus dem Juz Tabarak, dem vorletzten Juz des Koran. Und diese Sura ist eine Sura, welche ebenfalls zu den rein mekkanischen Suren gehört. Ähnlich wie die anderen Suren in dem Juz Tabarak, über die wir schon bereits gesprochen haben. Und die Sura, mit der wir uns heute inshallah ta'ala beschäftigen wollen, ist Surat al-Ma'arij. Surat al-Ma'arij. Wir wollen zunächst erst einmal einen Überblick über die Sura geben und dann heute inshallah ta'ala auf die ersten Ayat dieser Sura eingehen. Zunächst erst einmal kommen wir zum Namen des Sura. Wir hatten schon öfters gesagt, dass eine Sura durchaus mehrere Namen haben kann. Und dass es aber auch Suren gibt, welche nur einen einzigen Namen haben. Und dass nicht von jeder Sura bekannt ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihr einen Namen gegeben hat. Und dementsprechend die Sahaba und die Gelehrten der darauffolgenden Generationen dieser Sura unterschiedliche Namen gegeben haben. In der Regel auf Grundlage eines besonderen Merkmals dieser Sura, also ein Wort, was nur in dieser Sura vorkommt. Oder einfach, indem sie den Beginn der Sura zitieren und das Anfangswort oder die ersten Wörter der Sura dann zu ihrem Namen machen. Und Surat al-Ma'arij wird dementsprechend auch bezeichnet als Surat Sa'al-Sa'il. Es fragte ein Fragender. Sa'al-Sa'il, wo beginnt die Sura? Und ebenfalls wird sie nach einigen benannt mit dem Namen Al-Waqi'a. Nicht Al-Waqi'a, sondern Al-Waqi'a. Warum? Weil nämlich Allah Ta'ala sagt, Sa'ala Sa'il bi'adabin Waqi'a. Eingetroffen. Der Name, der ihm noch heutzutage bekannt ist, und am meisten verbreitet ist der Name Surat al-Ma'arij. Surat al-Ma'arij, weil Allah subhanahu wa ta'ala hier nämlich in dieser Sura im zweiten oder dritten Vers dann auch dieses Wort verwendet, was ebenfalls nur so in dieser Sura vorkommt. Wie wir bereits gesagt hatten, ist Surat al-Ma'arij eine rein mekkanische Sura. Wir hatten die letzten Wochen über Surat Nuh gesprochen und haben ebenfalls aufgezeigt, Surat Nuh ist ein rein mekkanisches Surat. Und auch die Thematik dieser Sura deutet darauf hin, dass es sich hierbei um eine rein mekkanische Sura handelt. Es geht nämlich wieder um die Auseinandersetzung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam in Mekka mit dem Muschelkund. Es geht darum, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam
immer wieder herausgefordert wurde. Von einigen Leuten in dieser Sura, insbesondere von einem Mann mit dem Namen Al-Nadr ibn Haris, auf den wir noch eingehen werden, inshallah. Und diese Sura geht auf eine Methodik ein, welche die Muschrikun immer wieder verwendet haben. Indem sie nämlich den Propheten sallallahu alaihi wa sallam herausgefordert haben, wenn doch das, was du behauptest, die Wahrheit sein sollte, dann lass doch die Strafe auf uns herabkommen. Dann soll uns doch dein Gott bestrafen. Warum leben wir dann noch? Und sie haben sich natürlich darüber lustig gemacht. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er geht genau auf dieses Argument ein. Nicht nur in dieser Sura, aber unter anderem auch in dieser Sura. Aber in dieser Sura geht es nicht nur um die Auseinandersetzung mit den Muschriken, sondern es geht in dieser Sura auch um die Eigenschaften der Gläubigen und auch das, was am jüngsten Tag geschehen wird, wie diese Strafe ganz konkret aussehen wird. Also typisch mekkanische Themen, wo es um die Grundlagen des Glaubens geht. Um den Glauben an den jüngsten Tag, um die Eigenschaften der Gläubigen, die grundlegenden Eigenschaften der Gläubigen und die Auseinandersetzung mit dem Kufr und dem Schirk. All das sollte dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam noch einmal in dieser schwierigen Phase seiner Dauer Kraft geben, ihn festigen. Aber nicht nur dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, sondern auch den Gläubigen und Muslimen. Und deswegen geht ja Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Sura auch auf die Eigenschaften der wahren Gläubigen ein und zeigt auf, wie ein wahrer gläubiger Muslim handeln sollte und was der Iman aus einem Menschen macht. Und am Ende der Sura geht Allah subhanahu wa ta'ala auch einmal auf grundlegende Dinge ein, wie das er den Menschen auch austauschen kann. Was wir immer wieder auch in diesen Sura finden. Also wie seht, subhanallah, diese Suren sprechen immer wieder dieselben Themen an. Sie greifen dieselben Themen auf. Warum? Aus welchem Grund? Weil der Muslim in solch einer Situation nicht nur eine Ermahnung, nicht nur eine Nasiha, einen Ratschlag benötigt, die sagen, sondern immer wieder diesen Ratschlag braucht. In unterschiedlichen Situationen und auf eine unterschiedliche Art und Weise. Als Muslim brauche ich die Ermahnung. Und deswegen sagt Allah Ta'ala in Surat Al-Zariyat, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُونَ. Und ermahnen, erinnern. Weil diese Erinnerung nützt die Gläubigen etwas. Ich brauche die Erinnerung immer wieder, weil ich als Mensch nicht vergesse. Ich bin ein Insan, ein Insan und von Nisyan. Niemand, der vergisst. Als Mensch verfalle ich leicht der Raffle, der Unachtsamkeit. Und deswegen brauche ich immer wieder diese Ermahnung. Und was sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Asr? Die Sura, welche die Sahaba immer wieder rezitiert haben am Ende einer Sitzung. Er zeigt auf, dass die Menschen in Verlust sind, außer Menschen, die über vier Eigenschaften leben. إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Das sind Menschen, welche glauben und rechtschaffen werden, aber nicht nur das, sondern sich auch immer wieder gegenseitig erinnern, ermahnen. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Sich gegenseitig eindringlich, eindringlich zur Wahrheit ermahnen und zu Geduld ermahnen. Immer wieder, ich brauche das immer wieder. Es reicht nicht aus, dass ich einmal bekomme. Ich brauche das von Zeit zu Zeit, damit ich erinnert werde, damit ich wieder gestärkt werde. Und deswegen jeden Freitag, das ist das Mindeste, was ein Muslim benötigt, einmal in der Woche, jeden Freitag komme ich in die Moschee, um mich erinnern zu lassen. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wer das Freitagsgebet dreimal hintereinander unterlässt, aus Nachlässigkeit, den wird Allah vor allem im Herz versiegen lassen. Warum? Aus welchem Grund? Weil ihm die Ermahnung fehlt. Er wird der Raffle der Unachtsamkeit verfallen.
Und wie gesagt, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat jetzt wieder eine Art der Ermahnung bekommen. Und diese Sura beginnt in einer sehr, sehr interessanten Weise. Und zwar beschreibt sie hier eine bestimmte Person. Wir werden gleich auf diese erste Erde noch einmal eingehen, inshallah. Vorher jedoch noch eine weitere Frage zu der allgemeinen Information der Sura. Und zwar, chronologisch gesehen, wurde die Sura nach Sura al-Haq offenbart. Und Sura al-Haq ist auch die Sura, die davor ist, also Sura 69. Und vor Sura al-Nabah. Und es ist somit die 78. Sura hinsichtlich der Chronologie der Haram-Sinne. Die Anzahl der Ayat beträgt nach den meisten Gelehrten 54. Es gibt aber auch noch eine andere Zählung, und zwar die der Leute aus Asch'ab, welche 43 Ayat zählen. Ich habe immer wieder gesagt, ich wiederhole das, es kann sein, dass auch neue Geschwister unter uns sind, ich jetzt nicht wundern. Und zwar die verschiedene Zählung der Ayat sagt nichts darüber aus, dass es sich um einen anderen Inhalt handelt oder dass eine Ayat fehlen wird. Nein. Es geht nur um die Frage, wann endet eine Ayat. Das heißt, wenn ich nur 43 Ayat zähle, was ist das? Was bedeutet das? Dass irgendwo zwei Ayat miteinander verbunden sind. Und nochmal ein Beispiel. Kennt ihr vielleicht ein Beispiel? Wir haben auch ein Beispiel zu Al-Fatiha. Das ist nochmal klar. Da gibt es unterschiedliche Zählungen zu Al-Fatiha. Es gibt bei Surat al-Fatiha unterschiedliche Zählungen. Die Gelehrten sind sich einig, dass Surat al-Fatiha aus 7 Ayat besteht. Da stellt sich aber nur die Frage, welche sind die 7 Ayat? Weiß jemand, wo es da Unterschiede gibt? Ja? Wenn die besten Ayat gezählt wird? Genau. Sehr gut. Wenn die Basmal, also das Bismillahirrahmanirrahim, nicht als Ayat von Surat al-Fatiha mitgelesen wird, dann teilt man die letzte Ayat in 2 Ayat auf. Also, Salam al-Ladina an'amta alayhim ist eine Ayat. Und dann, Ghayril maghdubi alayhim wal-dhalin ist dann die 7. Ayat. Also, 6. Ayat, 7. Ayat. Zählt man jedoch die Basmal zur Sura, was ist dann? Dann ist die letzte Ayat eine Ayat. Also dann würde man lesen, Sirat al-Ladina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim wal-dhalin. Als eine Ayat. Und dann wäre Bismillahirrahmanirrahim die Ayat Nummer 1. Und Alhamdulillahirrahmanirrahim die Ayat Nummer 2. Bei der anderen Zählung wäre Alhamdulillahirrahmanirrahim die Ayat Nummer 1. Es ist dieselbe Sura, es ist nur die Frage, wie zählt man das? Ganz, ganz wichtig. Dass jemand sagt, kann das sein, unterschiedliche Anzahl von Ayat. Das heißt, die Islamgegner, die den Koran zweifeln, die haben ja recht. Also es gibt ja unterschiedliche Anzahl von Ayat. Nein, es ist einfach nur eine unterschiedliche Zählung. Tamam. Diese Sura, sie beginnt jetzt mit einer sehr, sehr interessanten Ayat. Und zwar zeigt diese Sura auf, dass es Leute gab, die sich eine Frage gestellt haben. Es ist nur die Frage, wer diese Frage gestellt hat. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala in der ersten Ayat, سأل سائل بعذاب واقع. Es fragt ein Fragesteller nach einer Strafe, die hereinbrechen wird. Oder es fragt ein Fragesteller nach einer Strafe, die hereinbrechen wird. Damit geht es. Derjenige, der das hört, der wird sich natürlich eine Frage stellen. Wer ist das eigentlich? Also diese Ayah, sie beginnt in dieser Art und Weise, um die Aufmerksamkeit der Menschen auf den Koran zu lenken. Und das ist sehr, sehr wichtig, gerade in diesem Kontext und gerade in Bezug auf diese Ayah. Warum? Weil nämlich die meisten Gelehrten sagen, dass derjenige, der diese Frage gestellt hat, ein sehr, sehr bekannter Gegner des Islam gewesen ist. Nämlich Al-Nadr ibn Harith. Al-Nadr
Ibn Harith. Und über Al-Mundur Ibn Harith wurden sehr, sehr viele Ayat offenbart. Wir hören ja meistens immer von Abu Jahl und Abu Lahab. Aber über Al-Mundur Ibn Harith wurden, glaube ich, sogar mehr Ayat offenbart als über sie. Ich habe es nicht genau gezählt, aber es sind zumindest sehr, sehr viele Ayat, welche in Bezug auf Al-Mundur Ibn Harith offenbart. Und der Grund ist, dass Al-Mundur Ibn Harith jemand gewesen war, der die Menschen beeinflusst hat. Das war nicht nur jemand, der unverschämt war, wie beispielsweise ein Abu Lahab, aber den die Menschen auch so ein bisschen, ja, er hat zwar eine Stellung, aber die Menschen wussten, das ist ein Frevler, das ist jemand, der ist ohnehin unverschämt in seiner Art und Weise, wie er mit den Menschen umgeht. Aber Al-Mu'min ibn Harith war jemand gewesen, der die Menschen auch überzeugen konnte. Und er war jemand gewesen, der sehr gebildet gewesen war. Und der es auch geschafft hat, mit seinem Wissen Menschen vom Koran abzubringen. Wer war dieser Al-Mu'min ibn Harith gewesen? Al-Mu'min ibn Harith ist ein Rashid, der von einer edlen rashidischen Familie abstammt. Und er war ein sehr, sehr erfolgreicher Händler gewesen. Und er gehörte somit zu den sehr, sehr wichtigen Persönlichkeiten in Mekka. Und als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam angefangen hat, zum Islam einzuladen, hat Al-Mu'min versucht, die Menschen vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam abzulehnen. Wie hat er das gemacht? Verschiedene Weise. Und zwar hat Al-Mu'min auf seinen vielen Reisen, die er unternommen hatte, wo er auch viele Länder bereist hatte, unter anderem auch Persien, ja, Scham-Bizanz, hat er viele Geschichten gehört. Geschichten von den Persern, Geschichten von den Byzantinern, Geschichten und Legenden von verschiedenen Königen. Und immer dann, wenn die Leute sich um den Propheten sallallahu alaihi wa sallam versammelt haben, hat er was gemacht? Geht er zu dieser Sitzung und er sagt, kommt zu mir, Leute, ich erzähle euch bessere Geschichten als Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, die euch erzählen kann. Er hat versucht, die Menschen abzulehnen. Und er hat versucht, die Menschen abzubringen vom Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Gleichzeitig hat er, wie es überliefert wird, auch als einer der ersten nach Mekka verschiedene Musikinstrumente gebracht. Und er hat auch versucht, auf diese Weise, gerade mit Singsklaven, die Menschen abzubringen vom Koran. Woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala auch eine Ayah in Surah Luqman offenbart hat, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Unter den Menschen gibt es welche Lahu al-Hadith, Lahu al-Hadith, der abdeckende Worte, nehmen, um die Menschen vom Wege Allahs abzubringen, ohne Wissen. Und das sozusagen zum Spaß nehmen. Ich kann auch darüber lustig machen, über die Worte Allahs subhanahu wa ta'ala. Ula'ika lahum adabu mu'in. Jene erhalten einen peinigende, erniedrigende Strafe. Und auch diese ist in Bezug auf Al-Mu'min offenbart worden. Und das ist auch ein Grund, warum einige Gelehrte gesagt haben, diese deutet darauf hin, dass Musikinstrumente im Islam verboten sind. Abdullah ibn Mas'ud hat gesagt, damit ist die Musik gemeint. Und der Rinal, der Gesang. Nur, unabhängig jetzt von dieser ganzen Diskussion über Musikinstrumente, und ihr kennt auch meine Meinung, dass ich davon ausgehe, dass es nicht verboten ist, unter bestimmten Voraussetzungen, ja, zeigt diese Ayah ganz konkret, was damit gemeint ist. Und zwar alles, womit versucht wird, vom Wege Allah subhanahu wa ta'ala abzubringen, ist dementsprechend verboten. Egal was es ist, ob es Netflix ist, ob es irgendwelche Videoclips sind, ob es auch vielleicht irgendwelche Buchlektüre ist, welche dich von Allah subhanahu wa ta'ala wegbringen. Ob es deine Freunde sind, die dich von Allah subhanahu wa ta'ala wegführen. Egal was in dieser Dunya dich von Allah subhanahu wa ta'ala wegführt,
und vom Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala wegführt, ist dementsprechend eine Form von Dalal, eine Form von Irrweg. Und dementsprechend natürlich etwas, was verboten ist. Aber grundsätzlich sind die Dinge erst einmal nicht verboten. Nur dann, wenn sie sich von Allah subhanahu wa ta'ala wegführt. Das ist für jeden Muslim ein sehr, sehr wichtiger Maßstab. Das heißt, unabhängig von dieser ganzen Diskussion, ja, sind jetzt Musikinstrumente erlaubt, sind Musikinstrumente verboten. Du hast einen Maßstab für dich selbst. Wenn du merkst, eine Sache bringt dich von Allah weg, dann lass von dieser Sache ab. Dann ist sie nicht gut für dich. Dann ist sie für dich eine Fitna. Und wenn du merkst, eine Sache schwächt deinen Iman, dann unterlass diese Sache. Und es gibt, alhamdulillah, genügend Alternativen. Es gibt genügend Alternativen, wo du Dinge hast, auch beispielsweise in der Musikbranche, wo du Lieder hast, welche dich nicht von Allah wegführen. Im Gegenteil, dich sogar an Allah subhanahu wa ta'ala erinnern. Also es gibt für alles eine Alternative, unabhängig davon. Ob ich jetzt glaube, dass Musikinstrumente halal oder haram sind, es gibt für alles eine Alternative. Und ich als Muslim brauche für mich selbst diesen Maßstab. Weil am Ende kann es ohnehin keiner kontrollieren. Allah ta'ala ist auch dafür zur Rechenschaft zu. Und ich muss für mich selbst eine Grenze setzen und wissen, okay, was ist halal, was ist haram. Und für dich in deinem Leben, lieber Bruder, liebe Schwester, kannst du ganz einfach einen Maßstab machen. Wenn du merkst, eine Sache schwächt deinen Iman, bring dich weg vom Koran. Bring dich weg vom Islam, bring dich weg vom Gebet. Da weißt du, diese Sache tut dir nicht gut, also lass dich machen. Wenn du aber merkst, eine Sache, Alhamdulillah, das ist eine Form von Erholung. Und es ist vielleicht sogar, obwohl es nicht Koran ist oder nicht ein, weiß ich nicht, ein Hadith ist, den ich lese, aber es schwächt meinen Iman nicht. Im Gegenteil, ja, es gibt mir Kraft, damit ich mich noch eher damit beschäftige. Dann weißt du, Alhamdulillah, hierbei handelt es sich wahrscheinlich um eine Sache, die halal ist. Unabhängig von dieser ganzen Diskussion, die eine eigenständige Diskussion ist, ja, über die wir nochmal in Scha'Allahu Ta'ala auch sprechen. Kommen wir zurück zu Al-Uqba ibn Hais. Al-Uqba ibn Hais, er hat also versucht, die Menschen abzubringen vom Wege aus, Subhanahu wa Ta'ala. Und das zeigt, wie gefährlich solch eine Sache ist. Das zeigt auch gerade auch für uns heutzutage, wie gefährlich es ist, dass wir als Menschen Dinge produzieren, Dinge machen, welche die Menschen von Allah wegführen. Warum sage ich das jetzt? Und zwar gerade in einer Zeit von Instagram, YouTube, TikTok, wo ich weiß, es ist mashallah sogar unter uns hier, manche wusste ich aber gar nicht, wir haben auf TikTok 300.000 Follower, wusste ich, wir haben einige Brüder, ja, die haben 300.000 Follower, und ich weiß es überhaupt nicht, dass ein TikTok-Star ist, ja, wir sitzen mit unter uns hier, ein TikTok-Star, ja. Was ich auch gar nicht schlecht finde, finde ich auch gut, wenn es etwas ist, was nützlich ist. Aber worauf möchte ich hinaus? Ich weiß aber, was es an manchen gibt. Die haben einen kleinen YouTube-Kanal, eine kleine Instagram-Seite. Achte darauf, was du den Menschen anbietest. Weil du wirst dafür zur Rechenschaft gezogen, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Wenn du den Menschen etwas anbietest, was sie in ihrem Leben weiterbringt, in ihrer Religion weiterbringt, was sie nicht ablenkt von Allah, nicht ablenkt von Islam, Alhamdulillah, hast du etwas Nützliches gemacht. Aber willst du einfach nur Klicks haben und kasperst herum und bringst die Menschen weg von Allah subhanahu wa ta'ala, dann sei dir sicher, du bist dafür zur Rechenschaft gezogen. Das ist einfach so. Und das Schlimme bei diesen ganzen sozialen Medien ist was? Ist, dass es bleibt, selbst nach deinem Tod. Es bleibt. Das heißt, egal was du machst, es bleibt. Ein Mutter, der alles gut ist. Er ist nur eine Kategorie wie sich, ja. Aber er hat seine Sache gemacht und ist gestorben, damit die Sache beendet. Und er wird dafür zur Rechenschaft gezogen. Aber jetzt stell dir mal vor, du machst ein Video, du machst irgendetwas und das führt dazu, dass sogar nach deinem Tod noch Menschen dadurch beeinflusst werden, und zwar negativ. Dann wird es nach deinem Tod weitergehen mit den Sally-Ad. Und umgekehrt genauso. Wenn du was Gutes produzierst, würden die Menschen zu Allah näher kommen. Auch wenn du vielleicht nicht so viele Klicks hast. Ja? Denn auch nach deinem Tod geht es weiter mit Hasanat. Es liegt in deiner Hand. Es liegt in deiner Hand. Und deswegen, als Muslim, sollte ich immer darüber nachdenken, das, was ich tue, was bringt es mir nach meinem Tod? Ich möchte eine Sadaqa Jariya hinterlassen. Ich möchte eine fortlaufende Spende hinterlassen.
Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was sagt er? Er sagt, man sanna sunnatan hasan, falahu ajruha, wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyam. Stell dir das mal vor. Wer einen guten Brauch einführt, der bekommt den Lohn dafür. Und den Lohn all derjenigen, die ihn bis zum jüngsten Tag praktizieren. Allahu Akbar. Und umgekehrt genauso. Wer einen schlechten Brauch einführt, ja, der wird die Last auf sich laden und die Last all derjenigen, die das nachmachen, bis zum jüngsten Tag. Und deswegen, der erste Sohn Adams, Qabil, der ermordet hat, was sagt der Prophet über ihn? Sallallahu alaihi wa sallam. Was hat er gesagt über ihn? Wer weiß es. Was hat der Prophet gesagt? Ja. Den Anteil von denjenigen, die morden, dann er genau! Er wird jeder Mensch, der auf dieser Welt gemordet hat, und es gibt so viele Menschen, die gemordet haben, so viel Blut, was verlassen wurde. Ja? Jeder Mensch, der tötet, so Unrecht, ja? Der wird natürlich seine Strafe bekommen, aber ein Teil davon geht an wen? Auf das Konto von wem? Auf das Konto von Qabil. Schneeballprinzip. Ja? Kennt dieses Schneeballprinzip in der Wirtschaft? Ja? Ja, dann du wirbst den, ne? Und immer kriegt jemand, der ganze Obst kriegt immer einen Teil davon. Ja, und genauso ist es in diesem Fall. Mit dem, der Sunna Hasan, der Sunna Sayyid. Ja, das Schneeballprinzip. Und uns immer ein Schauer, und alle, und das tun wir auf den Augen. Und ein anderer hat gesagt, er hat versucht, mit allen Mitteln die Menschen von Allahs Weg abzubringen, obwohl er sich sicher war, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ein Gesandter Gottes gewesen. Hört euch mal diese Überlieferung an. Das ist etwas Selbstverständliches. Und deswegen, das ist ein wahrer Käfer. Ein wahrer Käfer ist der, der die Wahrheit überdeckt, obwohl er sie erkannt hat. Und ein normaler Hals, er hat die Wahrheit entdeckt, aber er hat sich trotzdem gegen sie gestellt. Und deswegen überliefert, dass er zu dem Bräuch sagte, als nämlich Abu Jahl versucht hat, gegen den Propheten zu arbeiten, vor allem hier aus dem zu hetzen, und dann meinte, ein normaler Hals zu ihnen. Ja, Ma'ashar Quraysh. Ja? Oh, sozusagen Leute von Quraysh. Achso, wie Quatsch, ich habe den Zähler verrutscht. Ja, genau. Er wurde dann gefragt in Bezug auf das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann auch sagt. Und er antwortete dann auch darauf. Und jetzt bin ich hier verrutscht in der Zeile und ich habe was Falsches reinkopiert. Entschuldigt bitte. Ich merke gerade, dass ich hier irgendwas Falsches reinkopiert habe. Ah, hier ist es, hier ist es, hier ist es. Alhamdulillah, ich habe doch noch gefunden. Genau. Und zwar ein Wort, der Hals, er sagte, ja, man schau euch, oh, sozusagen, Gruppe der Quraysh. Innahu wallahi qad nazala bikum amrun ma utitum lahu bi hilatin ba'd. Ist es für euch etwas passiert, wogegen ihr kein Mittel habt bisher? Qad qala Muhammadun fikum ghulaman hadath al-ardaqu fikum. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er hat euch ein junger Mann gewesen. Und ihr habt ihn am meisten geliebt, er war sozusagen, alle haben ihn geliebt. Alle waren mit ihm zufrieden gewesen. Wa asdaqukum haditha, er war am ehrlichsten gewesen. Wa a'zamukum amanan, er war derjenige, der am vertrauenswürdigsten gewesen war. Und dann sagte ein anderer ibn Haris, hatta idha ra'aytum fi sadrayhi shi'in, wa ja'akum bima ja'akum bihi, bis ihr dann weiße Haare an seinem, sogar hier, Sadras, an seiner Stirn, nicht an seiner Stirn, sondern an seinen Schläfen gesehen habt. Ja? Und ja, er mit dem gekommen ist, womit er gekommen ist, behauptet ihr plötzlich, er sei ein Zwerg, er sei ein Magier. La wallahi ma huwa bisahir. Nein, bei Allah, er ist kein Magier. Wir haben die Magier gesehen, laqad ra'ayna as-sahara wa nafathahu wa 'uqadahu. Ja, wir wissen, wie die arbeiten, die Magier, mit Knoten und mit Pusten. Aber sowas macht er nicht. Wa qultum kahin. Und er hat behauptet, er sei ein Wahrsager. La wallahi ma huwa bikahin, bei Allah, er ist kein Wahrsager. Qad ra'ayna al-kahanata wa takhallujahum wa sami'na sajaahum. Wir haben gesehen, wie die Wahrsager sind, ja, und wie sie handeln und wie sie reden. Saja ist eine Form von rein Prosa. Wa qultum sha'ir. Und ihr habt behauptet, er sei ein Dichter. La wallahi ma huwa bisha'ir, nein, bei Allah, er ist kein Dichter. Qad ra'ayna al-shi'ra wa sami'na asnafahu kullaha. Wir wissen, was Gedichte sind. Und wir kennen alle Arten von Gedichten. Hasjahu, Rijzahu, ja, Rajazahu, ja, verschiedene Arten von Gedichten.
وقلتم مجنون لا هم يبهبت يا زائن فقدر لا والله ما هو بمجنون بي الله اسمش فرد لقد رأينا الجنون فما هو بخلقه ولا وسوسته ولا تخليطه So habe ich ja einfach der, der irgendwie anfängt, weiß ich nicht, gewürgt zu werden und irgendwie das Gefühl hat, dass er irgendwelche Stimmen zusprechen und etwas einflüstert oder irgendetwas durcheinander erzählt. Ja, Ma'schar al-Quraysh, oh, Stamm der Quraysh, fanzuru fi sha'nikum, schaut, was ihr macht. Fa'innahu wallahi laqad nazala bikum amrun azim. Bei Allah, es ist eine gewaltige Angelegenheit. Subhanallah, er hat die Wahrheit erkannt. Er wusste es. Aber er wollte sie nicht wahrhaben. Das ist der wahre Kufr. Der wahre Kufr ist, dass ich die Wahrheit erkenne und sie überdecke. Das ist Gafar in der arabischen Sprache. Und deswegen hebt Allah subhanahu wa ta'ala in Nadrikum Hath in besonderer Weise hervor. Und in Nadrikum Hath ist wahrscheinlich derjenige, der diese Frage gestellt hat. Er ist der Fragesteller. Und was hat er jetzt für eine Frage gestellt? Und zwar ist die Frage, wann kommt denn die Strafe auf Allahs, von der du die ganze Zeit sprichst? Du magst uns immer wieder vor einer Strafe. Wann kommt denn diese Strafe? Wir wollen sie endlich haben. Zeig es uns doch, wenn du wahrhaftig bist. Und das hat ein Mubarak-ul-Hal das eben wieder getan. Und es gibt auch andere Ayat, in denen Allah subhanahu wa ta'ala über diese Sache spricht und ihn direkt zitiert. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Und sie sagten, ja, und unter ihnen auch ein Nadrikul Hath, wenn das doch, oh Allah, wenn das doch die Wahrheit sein sollte, und wenn das die Wahrheit ist, die von Allah gekommen ist, auf dich erlaubt als Prophet, so lass doch Steine vom Himmel auf uns regnen, oder komm doch mit der peinigen Strafe. Sie wollen ihn einfach nur herausfordern. Es geht ihnen nicht um die Wahrheit. Und das ist das Problem. Das Problem ist, wenn es nicht um die Wahrheit geht, sondern wenn es nur noch um was geht, nur noch darum, sich lustig zu machen, die Menschen herauszufordern. Weil wenn ich wirklich wahrhaftig bin, was tue ich? Dann bitte ich dich um die Strafe, dann bitte ich um was? Gerechtigkeit. Weil wenn jetzt plötzlich die Strafe eintreten sollte, dann werde ich ja bestraft. Das ist doch paradox. Also es geht ihnen überhaupt nicht darum. Es geht nur darum, sich lustig zu machen. Und genau darüber spricht diese Ayah. سأل سائل بعذاب واقع Ein Fragesteller fragte nach einer Strafe, die hereinbrechen wird. Und er fragte nicht, weil er wirklich die Wahrheit wissen möchte, sondern er fragte, weil er sich lustig machen möchte über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und darum muss ich mich ebenfalls als Muslim nachdenken. Dass ich nur frage, um herauszufordern. Es gibt manche Leute, subhanallah, die kommen zum Sheikh. Habe ich schon sehr oft erlebt. Die haben eine vorgefertigte Meinung. Aber sie kommen nur, um den Sheikh herauszufordern. Oder um sich über ihn lustig zu machen. Oder um ihm ihre Beine auszuwischen. Sie kommen nicht, weil sie wirklich eine Frage haben. Das ist etwas Schlechtes, etwas nicht Schönes. Das ist keine gute Eigenschaft. Wenn ich eine Frage habe, dann soll ich wahrhaftig sein. Dann höre ich mir das an, mache mir Gedanken. Aber ich gehe nicht mit einer vorgefertigten Meinung und stelle nur diese Frage, um diese Person herauszufordern. Ich habe das schon sehr, sehr oft erlebt, bei mir selbst und auch bei vielen anderen. Das ist keine gute Eigenschaft. Und Allah subhanahu wa ta'ala spricht hier. Es gibt noch eine andere Deutung für diese Ayah. Und zwar, dass derjenige, der hier die Frage gestellt hat, nicht ernobelt im Herz ist, sondern der Prophet selbst sallallahu alaihi wa sallam. Ich kann das sagen. Und zwar sagen einige Gelehrte, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala darum gebeten hat, die Quraysh zu bestrafen, nicht um sich zu vernichten, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wollte nicht die Vernichtung der Quraysh, sondern um ihnen die Augen zu öffnen. Allahumma sab'an ka sab'i sinin Yusuf. O Allah, 7 Jahre, mit den 7 Jahren von Yusuf. Was ist damit gemeint? Damit sind die Jahre gemeint, in denen es eine Hungersnot gab. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wollte, dass den Quraysh die Augen geöffnet werden. Also er wollte eine kleine Strafe in der Dunya, damit sie zur Wahrheit finden. Weil manchmal braucht der Mensch eine Art Klatsche, die ihn aufweckt.
Manchmal braucht es nämlich SubhanAllah. Es gibt manche Menschen, die erst wach werden, nachdem etwas geschieht. Es gibt manche Menschen, SubhanAllah, die finden erst zu Allah, nachdem der Ende fällt. Nachdem ein Mensch gestorben ist. Das ist denn der Grund, warum sie zu Allah Subhanahu wa Ta'ala finden. Sie fehlen verlieren ihre Arbeit. Und fangen dann an aufzuwachen. Also für manche Menschen ist eine Strafe sogar etwas Gutes. Und deswegen, was sagt Allah Ta'ala? Allah Ta'ala sagt uns heute Abend. ظهر الفساد في البلد والبحر بما كسبت ايدي الناس. Unheil hat sich auf dem Festland und auf der See breit gemacht, aufgrund dessen, was die Menschen mit ihren Händen erworben haben. Und jetzt begründet Allah, warum? لِيُثِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ Um sie ein wenig von dem, einen Teil von dem kosten zu lassen, was sie getan haben. Warum? Um sie zu vernichten? Nein. Damit sie zurückkehren. Damit sie zurückfinden. Also manche Menschen brauchen die Strafe, um zu Allah Ta'ala zurückzukommen. Deswegen, hier in Deutschland, wenn jemand ins Gefängnis geht, mit welchem Ziel geht er ins Gefängnis? Was ist das erste Ziel, wenn jemand ins Gefängnis kommt? Er soll resozialisiert werden. Er soll resozialisiert werden. Also es geht nicht nur um den Aspekt der Strafe, dass er bestraft wird, sondern es geht immer darum, dass er zurück in die Gesellschaft findet. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nur Leute, bei denen es hoffnungslos ist, die bleiben dann immer auch sogar nach der Strafe, nach der Haft, bleiben es noch immer da, weil sie eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen. Aber grundsätzlich geht es worum? Es geht darum, dass Menschen resozialisiert werden. Und deswegen im Gefängnis gibt es Gespräche mit diesen Leuten. Und wenn die Leute dann sehen, ah, der bessert sich, der ist wirklich offen, ja, dann können sie vielleicht sogar früher das Gefängnis verlassen. Nach zwei Dritteln der Strafe. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er bestraft manchmal Menschen, damit sie einen Denkanschluss bekommen und zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückfinden. Und deswegen, egal was in deinem Leben geschieht, ob es eine Gnade ist oder ob es eine Prüfung ist, nimm das zum Anlass, um zu Allah zurückzufinden. Stell dir die Frage, warum ist das jetzt geschehen? Warum habe ich jetzt meine Arbeit verloren? Warum habe ich die Prüfung nicht bestanden? Warum bin ich krank geworden? Ist das ein Signal von Allah subhanahu wa ta'ala? Möchte er mich auf etwas aufmerksam machen? Das sind alles Ayat, alles Zeichen, welche dich am Ende zu Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden sind. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wünschte sich wie gebräuchlich, wenn wir diese Leute nehmen, dass sie einen Denkanstoß brauchen. Der eine kleine Strafe, die sie zurückführt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Mir gibt es einen ganz wichtigen Aspekt. Und zwar unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er war der beste Garant dafür, dass die Quraysh nicht bestraft werden. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِ Und Allah Ta'ala, er wird sie nicht bestrafen, solange du unter ihnen bleibst. Also unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, in seiner Barmherzigkeit ist ein Garant und eine Garantie für die Quraysh gewesen, dass sie nicht bestraft werden. Subhanallah. Und deswegen, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wollte das auch überhaupt nicht. Er hat nie ein allgemeines Dua gemacht, dass sein Volk vernichtet wird oder ähnliches, sondern ganz im Gegenteil. Er hat sich immer für sein Volk was gewünscht? Dass es zu Allah subhanahu wa ta'ala findet. Das war die Einstellung unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gewesen. Und jetzt, nachdem Allah ta'ala diese erste Ayah erwähnt hat, dass es einen Fragestellenden gibt, der unbedingt eine Strafe möchte, und nicht ganz klar ist, wer es ist, aber wahrscheinlich ein Rabbi nach der gegenteiligen Meinung, sagt Allah subhanahu wa ta'ala folgendes über diese eintreffende Strafe, die auch wirklich eintreffen wird. Und wie gesagt, ein Name der Sure ist Surat al-Waqi'. Nicht al-Waqi', sondern Surat al-Waqi'. Das Hereinbrechen, das wirklich in jedem Fall hereinbrechen wird. Und Allah Ta'ala, er antwortet jetzt auf diese Fragen. Und er gibt den Fragenden eine Antwort. Indem er nämlich sagt, Lil kafirina laysa lahu dafi'. Macht euch lustig, oh Allah. Macht euch lustig über die Religion, kein Problem. Die Strafe wird kommen, ob ihr wollt oder nicht. Früher als ihr denkt. Ich will gleich noch sehen. Früher als sie denken, diese Strafe eintreten. Für die Ungläubigen eine Strafe, die niemand abwehren kann. Man kann sie nicht abwehren, diese Strafe. Sie wird hereinbrechen. Früher oder später. Und ich in der Dunya, dann was? Dann nachher. Und das ist ein ganz
klare Tahdid, eine ganz klare Warnung an euch, Allah subhanahu wa ta'ala, dann möchte ich euch warnen. Und jetzt geht Allah subhanahu wa ta'ala darauf ein, von wem diese Strafe kommt. Min Allahi bin ma'arij. Surat al-Ma'arij, deswegen heißt es Surat al-Ma'arij. Min Allahi bin ma'arij. Von Allah, die Besitzer der Aufstiegswege. Ma'arij ist der Plural von entweder Mi'raj oder Mi'raj. Und was ist ein Mi'raj? Mi'raj kommt von Araj. Und Araj bedeutet so viel wie aufsteigen. Gleitend aufsteigen. Ruj. Und ein Mi'raj ist eine Art Leiter. Eine Art Leiter, auf der man aufsteigen kann. Und Allah Ta'ala, er sagt jetzt hier im Plural, dass diese Strafe von Allah kommen wird, der Inhaber und Besitzer nicht nur eines Mi'raj ist, sondern von unzähligen Ma'arij, das heißt von unzähligen Leitern, die zu ihm führen. Was ist mit diesem Ma'arij gemeint? Was meint Allah Ta'ala damit? Warum gerade in diesem Kontext? Und zwar sagen die Gelehrten, mit dem Ma'arij sind hier die verschiedenen Stufen gemeint, welche die Menschen bei Allah subhanahu wa ta'ala eingehen. Stell dir mal vor, ein Hotel, es gibt, wir waren schon mal, die meisten von euch waren sicherlich schon mal ein Hotel gewesen. Ja? Und auch in Hotels gibt es teilweise VIP-Fahrstühle, ja? Die nur, ja, ganz besondere, very important people, ja, betreten dürfen. Das ist aber dann der VIP-Fahrstuhl. Ja? Da kommst du in die Präsidenten zu. Mit dem normalen Fahrstuhl so nicht. Mit dem ganz normalen Fahrstuhl, da kommst du vielleicht, okay, vielleicht in den, weiß ich nicht, zweiten, dritten, vierten Stock, aber nicht in die sozusagen ganz hohen Stock. Das sind vorgesehen für die VIP. Und Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, er hat unglaublich viele Wege, die zu ihm führen. Und jeder Weg endet in einer Stufe. Und die Frage ist die, welche Stufe du annehmen möchtest bei Allah fahren. Es liegt an dir. Und Allah ta'ala, er steht über all dem. Und er ist derjenige, der diese Stufe auch für die Menschen bestimmt. Und deswegen, sie kommt von Allah, und er ist der Inhaber all dieser Aufstiegswege. Er steht über all dem. Und am Ende sollten wir uns alle Allah gerade zuwenden und versuchen, zu ihm zu gelangen. Die höchste Stelle hat unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam gehabt, indem er nämlich in der Nacht des Mi'raj bis zu seinem Herrn aufgestiegen ist. Und dass er sogar, das kann auch nicht überliefert werden, das wird in vielen Büchern erwähnt, dass er sogar mit Jibril alaihi sallam zu Sidrat al-Muntaha gelangt ist. Zu dem Lotusbaum am Ende. Am Ende dessen, was die Geschöpfe kennen. Da ist, kommt nichts mehr. Ich kenne nur das Schöpfer. Und Jibril alaihi sallam dann zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam sprach: Geh weiter. Und der Prophet darauf geantwortet haben soll: Er yatruku huna al-Khalil khalil. Soll er bei ihr der Khalil, der Vorteil, dann ist der Vorteil im Rückenstich, der begleitet einen Breitenstich. Also Jibril alaihi salam. Und dann soll Jibril alaihi salam geantwortet haben: Lau taqaddamta anta lakhta waqt. Wa lau taqaddamtu ana lakhta waqt. Allahu akbar. Wenn du vorangehst und weiterschreitest, dann wirst du durchschreiten. Das ist deine Stufe. Und wenn ich weiterschreiten sollte, dann würde ich verbrennen. Obwohl ich schon wieder alle hinzu habe. Wie gesagt, die Überlieferung ist meines Wissens nicht ganz authentisch. Aber sie zeigt nochmal auf, subhanallah, unabhängig davon. Ja, was ja wichtig ist, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam eigentlich diese einmalige Stufe hatte im Mi'raj, wo er bei seinem Herrn gewesen ist und mit Allah gerade direkt kommunizieren konnte und nur Licht über Licht gesehen hat und Allah mit seinem Herzen gesehen hat. Diese Stufe hat nur unser Prophet sallallahu alaihi wasallam eingenommen. Und dann gab es Propheten in den verschiedenen Himmeln. Und dann stellt sich die Frage für uns, welche Stufe wollen wir einnehmen? Das Schöne ist, wir können uns in dieser Dunja noch auswählen, welche Fahrstuhl wir nehmen wollen. Wir können den Fahrstuhl zum Präsidenten suchen. Können wir. Ja, können aber auch die anderen Fahrstuhl nehmen. Und wir können auch die Fahrstuhl nehmen, die nur noch unten führen, in den Keller. So zu überlassen. Ja? Sehen wir zu überlassen, zu haben. Ja? Du kannst da oben drücken. Und du kannst auch unten tragen. Das liegt an dir.
Wo willst du hin? Welche Stufe willst du einnehmen? Und die Stufen am jüngsten Tag sind unglaublich zahlreich. Unglaublich zahlreich. Allein für die Mujahideen. Für diejenigen, die sich auf dem Wege auch was bemühen, sogar mit ihrem Leben, hat Allah Ta'ala 100 Stufen vorgesehen im Paradies. Inna lillahi mi'ata daraja. Allah Ta'ala hat 100 Stufen. A'addaha Allah min Mujahideen. Die Allah Ta'ala nur für seinen Mujahideen auf seinem Weg vorgesehen hat. Fa'ila sa'atu Allah, das ist ein Buch hinaus. Wenn ihr also Allah bittet, so bittet ihr um was? Um den Firdaus. Diese höchste Stufe im Paradies. Ja, und jetzt kommt dieser Präsident zu. Genau das, was ich jetzt sage. Verändern außer dem Gender. Das ist genau in der Mitte des Paradies. Wa'a der Gender. Und die höchste Stufe im Paradies. Wa'a minhu tafajjar anharul Jannah. Dort sind die Quellen für die Flüsse des Paradieses. Wa'allahu fawqa. Und direkt darüber kann man den Thron des Allerhöchsten sehen. Also die VIP-Suite. Ja? Das ist das Höchste, was man überhaupt erreichen kann. Sieht an. Du kannst diesen Weg gehen. Du kannst ihn sogar erreichen. Deswegen, als Rabi'a ibn Ka'b al-Aslam zum Propheten kam, sallallahu alaihi wasallam, hat ihm ein bisschen Wasser gebracht, damit er umgebracht. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm: Bitte mich um irgendetwas. Sam, bitte mich um irgendetwas. Dann sagte der Rabi'a: Es ankur murafaqatak fil jannah. Ich möchte dein Gefährte im Paradies sein. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm: Spielst du oder nein? Sagte er. Dann er sagte zu ihm, und er hat aufgezeigt, wie er das erreicht. Wie erreicht das dann? Weißt du immer? Was hat der Prophet zu ihm gesagt? Wie kann man diese Stufe erreichen? Ja. Wenn das so ist, ja, dann helfen dir er dabei, dass du das erreichen kannst, indem du dich wieder aufs Traum machst. Du kannst es erreichen, das ist nicht unmöglich, aber du musst dafür etwas tun. Min Allah, in dir ma'aj. Subhanallah. Ja. Alles gelangt am Ende zu Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wir sind von Allah, wir gehören Allah und wir werden zu ihm zurückkehren. Und deswegen sagt Allah Ta'ala dann in der nächsten Ayah, und dann geht es auf diese Ma'arij ein, was damit gemeint ist. Da'ulil malaikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Es steigen die Engel und der Geist zu ihm auf an einem Tag, dessen Ausmaß 50.000 Jahre ist. La ilaha illallah. Was für eine Gewaltigkeit. Das ist unglaublich. Die Surah, wirklich, also Ehrfurcht. Ja, sie führt zur Ehrfurcht in deinem Herz gegenüber Allah, wenn du so etwas hörst. Allah Ta'ala, er bezieht die Ma'arij jetzt auf was? Auf den jüngsten Tag und sagt auf, dass am jüngsten Tag die Engel und der Geist zu ihm aufsteigen. Und zwar an einem Tag, der 50.000 Jahre lang ist. Wer sind erst einmal die Engel und Allah? Die Engel sind wahrscheinlich alle Engel. An diesem Tag werden alle Engel zu Allah subhanahu wa ta'ala erstellen. Und dann erwähnt Allah ta'ala den Ruh. Wer ist der Ruh? Was heißt überhaupt das Wort Ruh? Das ist Ruh. Die Seele? Der Geist. Und wer ist damit gemeint mit dem Geist? Viele sagen, es ist Jibril alaihi salam. Warum wird denn Jibril alaihi salam als Ruh bezeichnet? Was ist der Grund? Nazala bihi ruhul amin. Mit dem Koran ist der vertrauenswürdige Geist herabgekommen. Warum heißt Jibril alaihi salam Ruh? Warum hat Allah Ta'ala ein Ruh im Koran? Ja. Vielleicht weil er die Offenbarung gibt. Ja, was ist der Grund, warum er Ruh? Was heißt denn Ruh? Das bedeutet das Wort Geist, also Ruh im Arabischen. Ruh im Arabischen bedeutet Leben. Ruh, ach ja, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Also er wollte sagen Leben. Ruh bedeutet Leben. Und Jibril, alaihi salam, als Überbringer der Offenbarung, überbringt auch gleichzeitig Leben für die Seele. Die Offenbarung führt zum wahren Leben. Leben in der Seele. Leben des Herzens. Und deswegen wird Jibril alaihi salam als Ruh bezeichnet. Das ist eine Bedeutung. Die andere Bedeutung von Ruh ist die Seelen der Menschen.
die Seelen der Menschen. Das heißt, nicht Jibril alaihi salam ist extra hervorgehoben worden, sondern die Seelen der Menschen werden an jenem Tag zu Allah subhanahu wa ta'ala emporsteigen. Was ein Hinweis darauf ist, dass die Menschen am nächsten Tag auferstehen werden. Gewissen hätte ich wohl überhaupt رجال التحدث في الخارج جزاك الله خير صراحه بشوش عليه شكرا جزاك الله خير. Die Seelen werden auferstehen am nächsten Tag. Und jetzt sagt Allah Ta'ala an einem Tag des Ausmaßes, das in Länge 50.000 Jahre ist. Was für 50.000 Jahre ist denn genannt? Die Gelehrten sagen, ein Tag bei Allah ist so lang, 50.000 Jahre auf dieser Erde. Wow. Das heißt, dieser Tag am nächsten Tag, dieser eine Tag, von dem Allah Ta'ala spricht, ist sogar 50.000 Jahre. 50.000 Jahre. Die Menschheitsgeschichte, die wir kennen, die uns überliefert ist, geht vielleicht zurück auf die Zeit der Sumerer und sich nicht was. Die ersten, sozusagen, die keinen Schritt bei sich nicht was. Also vorher ist es eine Spekulation. Wir haben irgendwelche Funde von Menschenknochen, das ist das, was wir haben. Aber nichts Handfestes. Das heißt, ich weiß nicht, wie alt ist die Kultur der Sumerer? Irgendwas mit 3-4 vor Christus, 3-4.000 vor Christus, irgendwie sowas. Ja, vielleicht 6-7.000 Jahre alt, das ist das, was wir kennen. Das heißt, die gesamte Menschheitsgeschichte, die uns bekannt ist als Kultur, als Zivilisation, ist gerade mal 6-7.000 Jahre alt. Das ist die gesamte Menschheitsgeschichte, die wir kennen. Die uns bekannt ist. Und jetzt ein Tag bei Allah ist 50.000 Jahre lang. 10-mal so lang wie das, was wir kennen. Fast 10-mal so lang wie das, was wir kennen. Ja. Eine Menschheitsgeschichte. Was muss das für ein Tag sein? Es gibt eine andere Erhellung, in Surah Sajda, in der Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass ein Tag bei Allah so lang ist wie 1000 Jahre von dem, was wir kennen. Wie 1000 Jahre von dem, was wir kennen. Ist das ein Widerspruch? Nein, es ist kein Widerspruch. Und zwar sagen die Gelehrten, dass es verschiedene Phasen und Etappen am nächsten Tag gibt. Dass der jüngste Tag nicht nur aus einer Phase besteht, sondern aus vielen Phasen. Und es wird Tage geben, die so lang sind wie 1000 Jahre auf dieser Erde. Und es wird Abschnitte geben, die so lang sind wie 50.000 Jahre. Es kann aber auch sein, dass dieser lange Tag noch einmal unterteilt ist in mehrere Teile. Wie in Stunden, in dieser Dunja. Weil wir teilen auch unsere Tage ein, unser Jahr teilen wir ein in Monate, die Monate in Tage oder Wochen, die Wochen in Tage, die Tage in Stunden, die Stunden in Minuten. Und genauso auch bei Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt diesen langen Tag, der 50.000 Jahre lang ist, der noch mal unterteilt wird in kleinere Etappen. Und das zeigt noch einmal, wie schwierig dieser Tag sein wird. Und wie kurz eigentlich diese Dunja ist. Und deswegen immer wieder im Koran lesen über die Menschen, was sie denken werden über die Zeiten der Dunja. Was werden sie sagen? Sie werden sagen, wir haben einen Teil von einem Tag hier verbracht. Ein paar Stunden. Mal ganz ehrlich. Hand aufs Herz. Wenn ich 50.000 Jahre leben würde, was wäre denn dann 80 Jahre? Nichts. Rein gar nichts. Ihr seid, wenn ich nur 1000 Jahre leben will, in Anführungsstrichen nur 1000 Jahre, im Vergleich zu diesen 50.000 Jahren. Was sind denn diese 80 Jahre? Das ist dann, das ist ein Zehntel meines Lebens, nicht mal ein Zehntel meines Lebens, ihr das. Ja? Ein was? Okay. Ja. Nicht mal ein Zehntel meines Lebens, ihr das. Und nachher erkennen wir es, subhanallah, ja, dass diese Dunja nichts wert ist, dass es sich wirklich lohnt, in diese Dunja zu streiten. Nur sich auf diese Dunja zu fokussieren. Weil du wirst auferstehen und wir werden bei Allah auferstehen. Und wir werden alle versammelt werden. Und wir werden diese Zeit durchmachen. Wir werden uns sagen, deswegen, wegen diesen 80 Jahren, die wir hier in der Dunja verweilt haben, haben wir alles aufs Spiel gesetzt. Alles aufs Spiel gesetzt. Wegen diesen 80 Jahren. Das ist genauso wie jemand in dieser Dunja, der in seiner Jugend Mist gebaut hat und sein gesamtes Leben dadurch kaputt gemacht hat und sagt, wegen diesen 3-4 Jahren in meiner Jugend habe ich mein ganzes Leben zerstört. Er schaut zurück und sagt,
Deswegen habe ich mein Leben zerstört. Hätte ich doch damals gehört auf die Leute. Gibt viele Leute zu Hause, die genauso denken, die genauso reden in der Dunja. Hätte ich doch damals auf meinen Eltern gehört, hätte ich doch damals auf meinen Großvater gehört, hätte ich doch damals auf meine Lehrerin gehört, hätte ich doch damals auf den gehört. Der hat mir gesagt, mach das im Selbstdruckzimmer. Und ich habe mein Leben verbraucht. In der Dunja kann ich aber versuchen, es wieder gut zu machen. Aber dort, wenn ich jetzt immer auferstehe, kann ich nichts mehr machen. Und das ist nur der jüngste Tag. Wie ist dann erst Gender und Now, wo es Ewigkeit gibt? Da werden diese 50.000 Jahre nichts. Allah, wo ich noch. Mit Allah, da muss ich fest im Namen bleiben. Und jetzt den richtigen Weg aufzunehmen und bleiben. Und deswegen, nachdem Allah da alles gesagt hat, sagt er zu unserem Propheten, zu Allah, wo eigentlich aus dem sei nicht traurig über das, was sie sagen. Kümmere mich nicht darum. Sie werden es auch sehen. Fast wie das Auto und Jamila. Darum sei standhaft und schwer im Dünn. Innahu yarawnahu ba'ida. Wa narahu qariba. Gewiss, sie sehen sie weit entfernt, die Stunde. All das, diese Strafe, die Stunde, wie auch immer, was dir geht. Sie sehen das auch in weiter Ferne. Und Allah sagt, wa narahu qariba. Wir aber sehen sie nah. Und das ist es. Zeit ist relativ. Was sind im Wissen Allahs und aus der Perspektive des Schöpfers des Universums diese 80 Jahre in der Dunja? Nichts. Rein gar nichts. Nicht mal ein Punkt auf einem Blatt. Nicht mal ein Tropfen in einem Ozean ist das. Und deswegen Allah sagt uns, vertröst den Propheten zum Allah, weil ich uns sehr geduldig. Mach dir keine Gedanken darüber. Warum? Weil sie denken, das ist etwas, was erst in sehr, sehr später Zeit kommen wird, aber wir wissen, es wird bald da sein. Und für einen moderaten Half, der diese Frage gestellt hat, sollte es noch nicht mehr lange dauern. Weil es ist ja gestorben, ein moderaten Half. Und wie ist er gestorben? Weißt du? Und zwar im Jahr 2 nach der Hijra. Was war denn im Jahr 2 nach der Hijra? Welche Schlacht war denn da gewesen im Jahr 2 nach der Hijra? Bitte? Schlacht von Bitte. Und ein moderaten Half wurde gefangen genommen. Es gibt verschiedene Überlieferungen. Der eine ist, er wurde dann getötet. In seiner Gefangenschaft, von Ali gibt einen Fall, und der andere ist, er war voller Kram gewesen, dass er nicht mehr gegessen hat und dadurch dann gestorben ist. Aber guck mal, jetzt wird die Dunja verloren. Die Strafe kam für ihn schon sehr, sehr früh. Früher, als er es jemals gedacht hat. Und genauso auch für uns Menschen. Allah sieht es nah, aber wir sehen es teilweise noch in weiter Ferne, aber es ist nicht in weiter Ferne. Subhanallah. Was ist Sabr-Jinni? Damit kommen wir auch zum Ende, inshallah. Was ist Sabr-Jinni? Allah Ta'ala, er spricht hier von Sabr-Jinni. Was ist ein Sabr-Jinni? Schöner Geduld ist damit gemeint. Die Gelehrten sagen, mit schöner Geduld ist gemeint eine Geduld, bei der ich mich nicht beschwere. Außer bei Allah Ta'ala. Das heißt, ich kann Geduld haben und mich die ganze Zeit beklagen. Und das zeigt, alles so schlimm und alles schlecht, alles ist gegen mich und geht überhaupt nicht. Ich bin trotzdem durch, ich war am Ende muss ich ja gewesen. Geht halt nicht, ich meine, das wird erzählen. Und dann gibt es jemanden, der schickt genau dasselbe, vielleicht sogar noch schlimmer aus. Aber du hörst dich einem zu. Der sagt, Alhamdulillah, und die Überzeugung, Alhamdulillah. Er beschwert sich nie, du hörst nie aus seinem Mund, Allah hat mich im Stich gelassen oder ähnliches. Du hörst immer nur Mut aus seinem Mund. Der Einzige, bei dem er sich beschwert, ist wer? Ist ein Schöpfer. Innama ashku husni wa bathi ila Allah. Ja, mein Husn, ja, meine Trauer, ja, sie nur bei Allah beklage ich mich. Und sie richte ich nur an Allah, wie er eigentlich ist, alles gesagt. Das ist Sabr-Jinni. Sich einfach Sabr-Jinni zu haben. Aber Subhanallah, das ist das, was sich im Stufen erhöht bei Allah. Einmal saß der Prophet sallallahu alaihi wasallam an einem Grab vorbei. An einem Friedhof. Da saß eine Frau und hat die ganze Zeit sich beklagt, geweint, Wehklage getrieben. Und dann meinte der Prophet sallallahu alaihi wasallam von ihnen, sie sah ihn nicht. Sie kannte den Prophet, aber sie hat ihn nicht gesehen in dem Moment. Er sagte zu ihr, Usbriya, hab ein bisschen Geduld. Und sie antwortete dann, ohne zu schauen, wer das überhaupt zu ihr sagte, in der Kalentusabbi-Musik.
dir ist nicht das widerfahren, was mir widerfahren ist. Du weißt überhaupt nicht, was mir widerfahren ist. Und so denkt jeder so. Die meisten Menschen denken, ich bin der Einzige, der geprüft wurde. Und vergessen, dass es viele Menschen auf dieser Welt noch viel mehr geprüft wurden. Und wenn sie dann mal ihre Prüfung vergleichen würden mit der Prüfung eines anderen, würden sie merken, oh Gott, eigentlich müsste ich mich dafür schämen, dass ich mich überhaupt darüber aufrege. Müsste mich schämen, mir geht es eigentlich so gut. Und dann kam jemand anderes zu der Frau und sagte zu ihr, weißt du eigentlich, wer das zu ihr gesagt hat? Sagte, nein, es war der Gesandte von Allah gewesen. Da schämte sie sich, ging direkt zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und sagte, ja, was für Allah, ich wusste nicht, dass du es warst. Daraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, innama sabr inda al-musibah. Oder Geduld ist im ersten Moment der Musibah, im ersten Moment der Prüfung, im ersten Moment des Schicksalsschlags. Nicht später, aber später muss jeder geduldig sein. Aber wir oder nicht. Das ist Sabr Jamil. Über Allah Ta'ala, was diesen Sabr Jamil, diese schöne Geduld schenken, einfach bereit. Und vielleicht nochmal ganz kurz abschließend. Das wird jetzt auch zu Ende, inshallah Ta'ala. Vielleicht abschließend, ganz, ganz wichtig. Allah Ta'ala, er spricht immer wieder über bestimmte Eigenschaften und fügt hinzu Jamil. Was kennt ihr noch als Jamil? Es gibt Sabr Jamil, es gibt auch was? Ah, Al-Hajr al-Jamil. Und was noch? Ich gebe noch eine dritte Sache. Hajr al-Jamil ist sozusagen, also in schöner Weise von Leuten lossagen und entfernen und distanzieren. Ah, mashallah. Ich sage die Taiwan. Das ist schon die Spannung. Fast, du bist alle nach Spannung. Fast. Ja, weiß ich nicht. Fasfahi Safh al-Jamil. Safh al-Jamil, Safh ist schön, schönerweise verzeihen. Was heißt das Jamil? Jamil heißt immer in bester Weise. Das ist sehr wichtig für uns auch. Sehr, sehr wichtig. Wenn du etwas machst, dann mach es besser. Dann mach es gut. Nicht einfach irgendwie machen und sagen, ich habe es jetzt gemacht. Nein, du machst es für dich selbst an. Wenn du etwas für Allah tust, dann tu es in bester Weise. Und nicht einfach irgendwie, um es erledigt zu haben. Allah Ta'ala, er liebt die guten Dinge. Allah Ta'ala, er ist schön, er liebt das Schöne. Und er möchte auch, wenn du etwas tust, dass du es schön machst, in der besten Art und Weise. Ist nicht immer einfach. Aber das ist das, was dich umstufen bei Allah Subhanahu wa Ta'ala erhält. Würde Allah Ta'ala uns diese Stufen geben. Das für heute, inshallah Ta'ala. سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر